die Gemächer der Mutter der Nacht. Na toll. Ich muss mir das mit den F abgewöhnen. Dieses Schloss kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Das ist ungeil. Okay. Es müsste ja hier sein. Novize. Katschick. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ja, tut sich was? Sind jetzt? Wir allein? Ja. Ja. Allein. Süße Einsamkeit. Niemand wird uns hören oder stören. Alles läuft nach Plan. Die anderen. Ich habe mit ihnen gesprochen. Sie werden kommen, ich weiß es. Der Zauberer Festus Grex. Vielleicht sogar der Argonia und das Lichtkind. Was ist mit euch? Habt ihr mit jemandem gesprochen? Nein? Nein, natürlich nicht. Ich rede, gehe, sehe und spreche. Und was tut ihr? Nichts! Nicht! Nicht, dass ich wütend wäre. Nein, niemals. Cicero versteht. Cicero versteht immer. Und gehorcht. Ihr redet, wenn ihr bereit seid, oder? Oder? Liebe Mutter der Nacht. Armer Cicero. Guter Cicero. Mein so demütiger Diener. Doch meine Stimme wird er niemals hören. Denn er Oh, aber wie kann ich euch verteidigen? Wie kann ich euren Willen ausführen, wenn ihr nicht sprecht? Zu niemandem! Oh, aber ich werde sprechen. Mit euch werde ich sprechen. Denn auf euch habe ich gewartet. Ja, euch. Ihr teilt meine eiserne Grabstätte. Ihr wärmt meine alten Knochen. Diese Aufgabe gebe ich euch. Reist nach Volunrod. Sprecht mit Amon Moutier. Der arme Cicero hat euch enttäuscht. Dem armen Cicero tut es leid, liebe Mutter. Ich habe mich so sehr angestrengt, aber ich kann den Zuhörer einfach nicht finden. Sagt Cicero, die Zeit sei gekommen. Sagt ihm die Worte, auf die er all die Jahre gewartet hat. Dunkelheit erhebt sich, wenn die Stille Was? Welch Verrat! Eine entwürdigende und befleckende Tat! Ihr habt die Heiligkeit des Sarges der Mutter der Nacht verletzt! Redet! Redet, Wurm! Okay. Sie hat zu euch gesprochen? Ja.
Noch mehr Heimtücke. Noch mehr Betrügereien und Täuschungen. Ihr lügt! Die Mutter der Nacht spricht nur mit dem Zuhörer! Und es gibt keinen Zuhörer! Naja, vielleicht spricht es nur zu jemandem, der keine Bananenpampe im Kopf hat. Das hat sie gesagt? Diese Worte hat sie euch gesagt? Ja. Dunkelheit erhebt sich, wenn die Stille stirbt? Aber das sind die Worte, die bindenden Worte, geschrieben in den Büchern des Bewahrens. Das für mich bestimmte Signal, die einzige Möglichkeit der Mutter, mit Cicero zu sprechen. Dann stimmt es. Sie ist zurück. Unsere Dame ist zurück. Sie hat einen Zuhörer auserwählt. Sie hat euch auserwählt. Seid gegrüßt, Zuhörer. Oh Gott, hat der einen Schatten. Es reicht. Zurück, Wahnsinniger. Was immer ihr auf dem Schild führt, es ist vorbei. Geht es euch gut? Ich habe den Tumult gehört. Mit wem hat Cicero denn gesprochen? Wo ist der Komplize? Zeigt euch, Verräter! Ich sprach nur zur Mutter der Nacht. Ich sprach zur Mutter der Nacht, aber sie sprach nicht zu mir. Oh nein! Sie sprach nur zu ihm. Zum Zuhörer! Was? Der Zuhörer? Was erzählt ihr denn da? Was soll dieser Wahnsinn? Es stimmt, es stimmt! Die Mutter der Nacht hat gesprochen! Die Stille wurde durchbrochen! Der Zuhörer wurde auserwählt! Als ich Cicero schreien hörte, wusste ich, dass man euch entdeckt hat. Und ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet. Geht es euch gut? Ihr seid mir alle viel zu Banane. Schön, danke. Ja, mir geht's ganz gut. ICTs, was geht dann hier vor? Cicero sprach mit der Mutter der Nacht. Aber sie sprach mit euch? Ja. Ist das noch mehr leeres Geschwätz von diesen Verrückten? Nein. Was? Cicero sprach also mit niemandem sonst? Nur der Leichnam der Mutter der Nacht? Ja. Und die Mutter der Nacht, die nach allem, was wir wissen, nur mit der Person spricht, die als Zuhörer auserkoren wurde, sie hat gerade gesprochen. Ja. Gerade jetzt. Mit euch? Also in einer Waffel. Das war ein Syridyl anders, da hat man einfach Leute umgebracht und Geld bekommen. Bei Cities. Und? Was hat sie gesagt? Ich muss mit irgendeinem Monty reden. Amon Moutier? Ja, ich genau. Weiß wirklich nicht, wer das ist. Aber Volonrod, den Namen habe ich schon gehört. Und ich weiß auch, wo es ist. Naja, dann mache ich mich dahin und vielleicht Auftrag der Mutter? Bitte, ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber ihr empfangt eure Befehle von mir, ist das klar? Aber die Mutter... Die Mutter der Nacht mag ja mit euch gesprochen haben, aber ich bin noch immer das Oberhaupt dieser Familie. Ich werde meine Autorität nicht einfach so abgeben. Ich brauche Zeit, um über all das nachzudenken. Geht zu Nasir und erledigt einige Aufträge für ihn. Ich werde euch aufsuchen, wenn ich weiter über diese Angelegenheit reden kann. Okay. Ganz ruhig, Astrid. Cicero, geh dich erhängen. Okay, wie gesagt, alle ein kleines bisschen Banane. Muss ich jetzt mal so sagen. Hi. Also so richtig rund laufen die hier alle nie. Kann ich denn eigentlich meine Rüstung verbessern? Warum frage ich eigentlich? Dazu brauche ich irgendwie Leder. Und ich brauche die Fähigkeit, Arcanes zu verbessern, was ich irgendwie erst... Was wollt ihr, Rinderbraten? Alle nennen mich noch immer Rinderbraten und ich... Ach, das... Das ist einfach alles zu viel. Und es kommt zu schnell. Ja, das ist mir echt gerade alles zu viel. Lasst euch von Nasir etwas Arbeit geben. Ich brauche Zeit.
zum Nachdenken. Ja, ich gehe ja schon zu Nasia, Nasal, Nasan, Eckes. Das ist nicht Nasia. Nasia, Nasia, du bist hier unten der, ne? Genau. Hi. Immer noch hier? Was ist denn los? Verlange ich etwa zu viel von euch? Training mit leichten Rüstungen. Könnte man machen. Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleibt. Okay, zeig mal. Es kostet ein bisschen Geld, ist aber, glaube ich, es ist tatsächlich ein bisschen was wert dann auch. Hey, Level Up, nice. Ein Level Up reintrainiert. Ich mach einfach mal bis auf Meister. Bis auf Stufe 5 von 5. Kann man ja machen. Ja, ihr hättet keinen besseren Zeitpunkt wählen können. Das ist schön. Das trifft sich gut. Ich habe zwei neue Aufträge. Einer davon ist ziemlich einfach, der andere dürfte eine echte Herausforderung sein. Oh, euer cool. Erstes Ziel ist ein Ork namens Lobuk. Beim zweiten Ziel handelt es sich um einen Vampir namens Harren. Gute Jagd! Können wir das mit dem Vampir vielleicht nochmal? Er ist wohl der schlechteste Barde in ganz Himmelsrand. Anscheinend wollten ihn so viele Leute tot sehen, dass Astrid den Auftraggeber mit Hilfe einer Lotterie bestimmen musste. Nur weil er schlecht Ukulele spielen kann, soll ich denn? Naja, gut. Er ist ein Vampir, der schon seit Jahren unter den Menschen lebt. Er befindet sich meistens in Gesellschaft seiner weiblichen Gefährtin Hert, ebenfalls ein Vampir. Der Auftrag gilt nur für den männlichen Vampir-Herrn. Aber vermutlich werdet ihr es auch mit seiner Gefährtin aufnehmen müssen. Passt um Citys Willen auf euch auf. Ja, wir wollen uns nicht den Vampir-Krebs einfangen. Das wäre ganz gut, glaube ich. So, kurz in die erste halbe Stunde reingeguckt. Der Ton, der haut eigentlich so weit hin. Das heißt, wir machen hier einfach mal weiter. Das habe ich den alles schon gefragt. Gute Jagd. Genau. Los geht's. Zwei neue Aufträge. Einer, der wohl... Frag Goni, was die sich hier halten. Ich verziehe mich einfach. Diese ganze Bruderschaft ist halt doch ein bisschen suspekt, möchte ich meinen. Aber ich mag die Storyline eigentlich. Die ist eigentlich ganz cool so. So wie sie ist und wo sie hinführt. Wir sollen... Achso, nicht nach Himmelsrand, genau. Und dann sollen wir einen Ork und einem anderen Heinz das Leben... Naja, erleichtern. Was genau müssen wir denn jetzt machen? Ne, Energie, nee, das will ich jetzt nicht. Töte. Ich töte erstmal den. Erstmal den Ork. Wo ist der Ork? Der Ork ist da oben. In Mortal, da reisen wir doch mal hin. Machen wir es jetzt nicht länger, als es schon ist. Beseitigen die Bienen, holen uns ein bisschen Geld, dann passt das. Warum hat der Bär dort am Hals noch so ein Gesicht gehabt? Okay. KI. Was wird der Jarl dagegen tun? Die Klone schwärmen wieder aus. Wie sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen? Bitte, es reicht. Ich habe Idgrod eure Bedenken mitgeteilt. Sie wird sich um euch alle kümmern. Geht bitte wieder an eure Arbeit. Wir brauchen keine Zauberer in unserer Mitte. Mortal hat auch so schon genug Probleme. Sinnlos. Ja, sinnlos. Okidoki. Hier soll ich rein? Moorblick. Hier wohnt der Ork oder was? Der Barde. Ich denke mal, ich kann den hier schlecht in der Schenke umlegen. Dann müssen wir mal gucken, wo der sich noch so rumtreibt, wenn er denn mal nicht in der Schenke ist. Hi. Mal kurz vorgestellt und jetzt warten wir einfach mal,
bis der Herr sich irgendwo anders hin bewegt, vielleicht nach Hause oder so. Denn hier in der Schenke werde ich den nicht töten. Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu tun habt, solltet ihr zuerst mit mir sprechen. Kann natürlich sein, der wohnt hier, das wäre suboptimal. Schauen wir mal. Jetzt ist er in dem Zimmer. Jetzt legt er sich dort schlafen. Das ist nie so geil. Und er legt sich immer noch schlafen. Oh, ich kann noch leveln. Stimmt ja. Ganz vergessen. Wir leveln mal auf Ausdauer. Und dann... Schlösser knacken wäre mal was Feines irgendwie. Guck mal kurz rein. Können wir das schon? Erfordert 50. Okay, das können wir also noch nicht. Das erfordert noch mehr. Nee, kann man alles nicht. Schleichen könnte man mal wieder dran denken. Leichte Rüstung ist auch immer was Gutes. Da können wir sogar. Schießkunst prinzipiell gerne immer. Da muss ich aber erstmal gucken. Hier brauchen wir 60. Hier brauchen wir... Das haben wir schon. Disziplin des Jägers. Du kannst doppelt so viele Pfeile von toten Körpern zurückholen. Das wäre praktisch, muss ich mal sagen. Spannschnelle, das kann ich alles noch nicht, weil 60, 70 und was auch immer. Das wäre ganz praktisch. Ich gucke auf jeden Fall auch mal bei Schmieden, weil ich ja da gern weiterkommen würde. Wir haben allerdings 29, ich brauche 60. Elfische Schmiedekunst kann Elfenrüstungen doppelt so effektiv herstellen. Ja. Für Zwerge brauche ich auch 30. Und das, was ich haben will, kostet mich 60. Das heißt, das können wir gerade auch noch nie. Verzauberung nutzt mir jetzt gerade gar nicht. Das heißt, ich gehe entweder auf Schießen. Was ist denn bei Schleichen zu holen? Kann ich da irgendwas Interessantes? Heimlichkeit könnte man 30% schlechter zu entdecken. Heimtücke, Schleichangriffe, Einhandwaffen haben wir nicht. Das haben wir schon. Leichtfüßigkeit. Du löst keine Druckschalter mehr aus. Das ist eigentlich ziemlich cool. Da latscht man nicht mehr so in Fallen. Aber das ist jetzt nicht so wild, weil es nicht so viel Schaden macht. Leichte Rüstung hatte ich schon geguckt. Da geht gar nichts. Ich gehe mal auf das doppelt so viele Pfeile. Warum eigentlich nicht? So. Skidusch. Ja, diese Kack-Tavernen haben alle keine Türen. Dinger. Und dieser komische Ork scheint diese Taverne hier nicht zu verlassen, so wie ich das richtig sehe. Der wohnt hier. Und latscht hier rum und macht schlechte Musik anscheinend. Das heißt, wir müssen denen hier irgendwie... Ich weiß nicht, warum ich jetzt versteckt bin. Na. Niemand hat was gesehen. Den Orkpfeil nehme ich gerne. Den Ring nehme ich auch gerne, weil es Geld bringt. Die Steine, immer her damit. Den Rest kannst du dir gerne behalten. Dann stecke ich mal den Bogen wieder weg, gehe aus dem Schleichmodus raus und verziehe mich. Hat niemand gesehen. War mehr als offensichtlich, aber ja, kann ich jetzt ohne nichts ändern. Das war... Ah, da. Doch hier ein Surren gehört. Dann nehme ich doch den Nirwurz gern mit. So, der nächste Kandidat auf der Abschussliste ist... Das haben wir... Der Herrn. Wo wohnt der?
Wo wohnt der Herrn?